Servus, willkommen hier in Ackendorf. So, wir haben uns Milchkännchen hier hochgefahren. Eine fehlt, eine ist irgendwo auf der Map verteilt runtergefallen. Ja, da es nur eine ist, ist es natürlich jetzt nicht wirklich verteilt, aber irgendwo auf der Map liegt eine. Ich denke mal, dass ich später nach dem Spielen einfach hingehe und werde mir die in der Vehicles XML raussuchen. So, hier müssen wir auch auf Milchkännchen, beziehungsweise hier heißt das ja Kuhsaft, umstellen. Ja, ich werde die in der Vehicles XML dann wohl raussuchen. So, hier fahren wir mal ein bisschen hoch. Und werde die einfach löschen, dass die nicht irgendwo auf der Map rumliegt. Und mir dafür die 2000 Liter, die dort eben drin waren, in die Obstfabrik hier, Lebensmittelobst, dann eintragen. So, Milch, ah, hier vorne direkt. So. Ja, muss ich doch sagen, auch das ist mit Lenkrad alles etwas schicker zu fahren. So, X. So, aber es geht. Und wie gesagt, wenn ich dann nach dem Spielen hier mir die XML-Datei öffne, die Milchkannen hier, die habe ich ja alle weggefahren. Und dann gibt es im Prinzip nur noch zwei Orte, an denen die auftauchen, wo also dann die Koordinaten natürlich recht nah zusammenliegen. Und das sind eben dann die beiden Milchmaxes. Und eine Kanne muss eben irgendwo von den Koordinaten dann sein. Vielleicht sogar, dass man es schon sieht an der Drehung, weil sie eben nicht steht, sondern irgendwie seitlich liegt oder so. Aber die eben auch von ihren Koordinaten, von ihrer Position auf der Map dann nicht zu den anderen dazu passt. Und da weiß man, okay, das ist die verloren gegangene. Die lösche ich dann, wie gesagt, einfach weg. Such mir die Lebensmittelobstfabrik auch in der Vehicles XML, schreibe dort 2000 Liter bei Milch einfach noch oben drauf dazu. Und wir stellen uns vor, es wäre nie eine verloren gegangen und wir hätten die hier mit dem Stapler halt auch dorthin gefahren. So. Wir könnten uns ja mal. Ja, genau, hier ist es Lebensmittelobst. Hier sehen wir dann, wie die Milch reingeht. Können wir uns ja das Ganze mal öffnen. Ja, da muss man natürlich sagen, dass die Bedienung der Multi-Overlay hat, die ist mit Maus teilweise sogar ein bisschen angenehmer als über meine Lenkradtasten. Weil man natürlich auch gerade mit der Maus dann direkt das Modul anklicken kann, welches man angezeigt haben möchte. Oder auch zum Beispiel die Seiten dann mal rückwärts blättern kann. Also, ja, gehen wir zum Beispiel. Oh, hallo, Maussteuerung da. Gehen wir also jetzt hier hin. Kann ich also hier also auch von Switch Seite 3 auf Seite 2 zurück, während eben mit den Tasten, die es gibt, kann ich nur immer vorwärts und hätte jetzt eben hier einmal so komplett umschalten müssen, bis ich auf Seite 3 ankomme. Also das ist mit Maus bedienen dann doch ein bisschen einfacher. Nur bei mir eben, wie gesagt, natürlich das Problem. So, haben wir die Kamera wieder gerade. Bei mir das Problem, wenn ich da am Lenkrad sitze, dass ich dann Maus und Tastatur natürlich weit von mir entfernt habe und da mich schon strecken muss, um da dran zu kommen. Und daher habe ich eben alles auf meine Lenkradtasten ja draufgelegt, dass ich eben nicht zur Tastatur, nicht zur Maus greifen muss, nicht zwingend, und sondern eben nur mal in seltenen Ausnahmefällen. So. Vorsicht. Ja, und heute Abend entscheidet sich, ob unsere Jungs, die deutsche Elf, weiter kooperieren
kommt oder nicht. Wobei ich sag mal, so wie es im Moment aussieht, hätten sie auch als Gruppendritter und Gruppenvierter können sie ja nicht mehr werden. Aber selbst als Gruppendritter hätten sie noch gute Chancen weiterzukommen. Aber klar, Gruppenerster wäre natürlich schöner, weil man dann gegen einen Gruppendritten spielen darf. Ja, schauen wir mal, wie es dann heute Abend ausgeht gegen Nordirland. Wobei, wenn ihr die Folge seht, das Spiel ja schon längst rum, aber ja, dementsprechend seht ihr also, bei mir ist hier Dienstag, hab hier, ja, 10 vor 11 mittags. Ja, auch schon mal überlegt, ob ich hier bei der Uhrzeit die Realtime mit reinnehme. Aber ja, gut, kann man später vielleicht mal überlegen. So. Wie viel haben wir jetzt noch da? Noch 10 Stück. Echt, haben wir erst die Hälfte geschafft? Alter. Ich habe das Gefühl, wäre ich mit Lenkrad gefahren, wäre ich schon weiter. Wobei man sich auch langsam wieder an die Lenkung mit Tastatur gewöhnt. Das ist alles logischerweise Gewohnheitssache. So, und jetzt hier ein bisschen für X jetzt die andere Hand genommen. Dass man hier nicht von Gas runtergehen musste, was ja zum Beispiel auch Vorteile beim Lenkrad sind. Aber X ist natürlich irgendwo unter der anderen Hand runter, deswegen ist das nicht ganz so komfortabel. Aber ich versuch's nochmal. Finger auf X drauf, drücken, hinfahren, yo. Hat funktioniert. Aber ich glaube, so viel hole ich mir da nicht raus. Also bleibt nach wie vor, dass ich der Meinung bin, das Spiel macht mit Lenkrad mehr Spaß. Wer natürlich nur Tastatur gewohnt ist und nichts anderes, dem macht das durchaus. Also ging mir zum Beispiel beim 13er ja auch so. Da habe ich nur mit Tastatur gespielt, da hatte ich noch kein Lenkrad im Besitz. Und das hat trotzdem tierisch Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber wenn man sich dann mal an ein Lenkrad gewöhnt hat, dann will man nicht mehr ohne. So. Wieder X. Ach. Ja, da ist man jetzt natürlich auch gewohnt, mit S dann wieder rückwärts zu fahren. Man sieht es immer, die Bremslichter aufleuchten, obwohl ich stehe. Weil ich dann eben, ja, mit S rückwärts wieder wegfahren will, bis mir wieder einfällt, nee, du musst ja W drücken, aber halt über die Leertaste die Richtung wechseln vorher. Ja, so. Gut. Hilfe! So, dalle. Aber so kommt man wenigstens mal wieder dazu, Außenansicht zu fahren. Gab ja auch viele, die sich das gewünscht haben, dass ich mehr Außenansicht fahre. Ja, ich finde es nach wie vor ein Phänomen. Bei den Let's Playern, die überwiegend in der Außenansicht fahren, wird sich immer gewünscht, mach mal mehr Innenansicht. Bei denen, die dann überwiegend in der Innenansicht fahren, bei denen wird sich dann gewünscht, mach mehr Außenansicht. Also, warum man sich da nicht einfach einen Let's Player sucht, der das Passende schon bietet, bleibt für mich die Frage. Also, wenn ich lieber zuschaue, wie jemand in der Innenansicht spielt, dann suche ich mir eben einen, der das auch tut.
Und wenn ich lieber einen sehen will, der Außenansicht fährt, suche ich mir eben dementsprechend jemanden, der das tut. Aber ja. Vielleicht ja doch andere Gründe, die dann mit reinkommen. Ich meine, bei so einem Let's Play ist ja durchaus auch Spielweise oder vielleicht auch ein bisschen der Kommentar durchaus mal der ausschlaggebende Punkt, warum er den einen und nicht den anderen schaut. Und ja, vielleicht deswegen, dass man jemanden schaut, der eben nicht die Kameraperspektive hat, die man lieber sehen würde. Eine Außenperspektive, klar, hat natürlich den Vorteil, man sieht ein bisschen mehr. Aber ich finde es halt eben, gerade wenn man dann ein Lenkrad vor sich hat, was man bedient, finde ich es halt einfach schöner in der Innenperspektive, weil es dadurch, sag ich mal, ein wenig echter wirkt. Ja, damit halt der Spaßfaktor einfach etwas größer ist. Weil ihr wisst ja, Realität spielt für mich am PC keine Rolle, habe ich ja oft genug schon erwähnt. Und das ist auch nach wie vor so. Trotzdem spiele ich eben zum Beispiel lieber Innenansicht, weil eben das Ganze ja vom Spaßfaktor höher ist. Und ja, da gibt es auch immer wieder welche, die sagen, wie Realität? Egal, nee, du heißt Real Jopem, du musst Realität. Deswegen heißt du doch auch Real. Nein. Scheiße. Ja, können wir sagen, aus zwei Gründen Real Jopem. Zum einen, es gab schon einen Kanal, der sich Jopem nannte, aber da ich der Echte bin, bin ich eben Real Jopem und der andere ist nur Jopim, eine Fälschung. Und zum anderen, weil ich mir eben hier treu bleibe. Ich bleibe real. Und verstelle mich nicht nur, um dadurch mehr Klicks zu bekommen oder sonstiges. Wir schauen mal noch. Hab ich noch irgendwas? Ey, da ist er. Irgendwas vielleicht Kartonpaletten wegzufahren? Nee, da sind erst drei gleich vier fertig, also da ist noch nichts. Nee, dann würde ich sagen, fahren wir zurück zum Hof. Da ist frei. Da ist auch frei. Upp, zu weit. So. Fahren wir zurück zum Hof, liefern die Milch noch aus, die wir geladen haben. Linke, ach genau, Numpad-Tasten. Hey, Hammer hat, was man hier überlegen muss, welche Tasten das sind. So, gehst du nicht automatisch aus? Nee. Blinker automatisch aus, funktioniert also nur bei Lenkrad, nicht bei Tastatur. Muss ich nochmal drücken. Okay. Also, wer mit Tastatur spielt, kann sich dementsprechend diese Mod schon schenken. Weil Blinker geht dann nicht automatisch aus. Ja, also wie gesagt, ich bleib mir eben treu, ich verstell mich nicht. Klar könnte ich hingehen und könnte Spiele spielen, was auch manche schon gefordert haben, sowas wie GTA oder andere Dinge. Da würde ich natürlich auch mehr Klicks mit abgreifen können. Da würde YouTube etwas erfolgreicher laufen, aber ja, wenn das eben einfach nicht die Art von Spielen sind, die mir gefallen, die mir Spaß machen, warum sollte ich sie dann spielen? Und da kommt eben auch das Real her, dass ich mir da eben selber einfach treu bleibe, ich echt real bleibe und eben das spiele, was mir Spaß macht und alles andere lasse ich links liegen, dürfen die anderen spielen, denen das Spaß macht. Ja. Also ich sehe auch YouTube zum Beispiel nicht als Konkurrenzkampf, dass da andere Kanäle meine Konkurrenten sind oder so. Natürlich, klar, gibt es andere Kanäle, die machen Sachen ähnlich wie ich, vielleicht sogar genauso wie ich. Trotzdem muss ich sagen, empfinde ich das nicht als Konkurrenz, sondern es ist halt, ja, YouTube ist ein großer Haufen mit vielen Leuten, die hoffentlich hauptsächlich das Ganze eben machen, weil sie Spaß dran haben. Und
Ja, da muss man nicht Konkurrenzdenken entwickeln, sondern kann jedem einfach sein Ding gönnen. Und ich kann mir auch zum Beispiel von anderen YouTubern durchaus Videos anschauen, ohne dass ich da jetzt Neid, Hass oder sonst was entwickle. Das ist also auch kein Problem. Das Einzige, was mich manchmal so ein bisschen stört, ist, wenn dann gerade kleinere Kanäle dann immer wieder zu einem kommen und sagen, hier, gib mir mal ein Like und abonniere mich bitte und tralala und empfiehl mich mal weiter und so fort. Ich meine, man kann durchaus natürlich auch mal im normalen Rahmen auf seinen Kanal aufmerksam machen. Also zum Beispiel ist für mich da so ein Ding, wo ich sage, ja, man kann einfach, jeder hat heutzutage oder so gut wie jeder hat Facebook. Und wenn man einen Kanal betreibt, einfach mal auf Facebook das Ganze teilen, die Videos teilen, dass die Leute mitkriegen, ah, da ist einer. Und wenn ich das mitbekomme, dann schaue ich da auch durchaus mal auf den Kanal und ja. Wenn mir das gefällt, dann gibt es auch ein Like. Wenn ich dann mal 2, 3, 4, 5 eher mehr Videos, also eher 5, 6 gesehen habe und mir die alle gefallen haben, dann weiß ich, okay, hier ist also die Tendenz gut, dass mir auch die weiteren Videos gefallen werden und dann gibt es auch ein Abo. Also ein Abo gibt es nur, wenn ich weiß, auf dem Kanal werde ich öfter Videos schauen. Und ja. Mich da persönlich anzuschreiben, rumzubetteln, mach mal dies, mach mal das, sorgt eigentlich dann eher dafür, dass ich genervt bin und sag, nö, vielleicht hätte ich mir deinen Kanal mal angeschaut, aber so jetzt erst recht nicht. Das also vielleicht auch mal noch als kleine Erklärung, dass da manche, ja, damit eben im Prinzip Anti-Werbung betreiben, weil sie damit von mir dann eben auch einfach keine Unterstützung erwarten brauchen, weil wenn ich nicht von mir aus auf den Kanal aufmerksam werde, dann ja, wird er vermutlich nicht das Material das haben, was ich mir anschauen möchte. So, hier. Kamera wieder gerade stellen, gar nicht so einfach. Und oh, wir sind ja schon wieder über 17 Minuten. Ja, dann bis morgen. Ciao, ciao.